Herr Schulte-Althoff, bisher gibt es ja, was das Dritte Reich in Werne betrifft, noch keine Gesamtdarstellung über die Geschichte. Warum ist das eigentlich so? Das ist nicht leicht zu klären. Es mag auch daran liegen, dass wichtiges Quellenmaterial für die Bearbeitung des Themas nicht mehr vorliegt, weil führende Nationalsozialisten in den letzten Tagen des Dritten Reiches entscheidend wichtiges Material, das sie belastete, vernichtet haben. Von dort gesehen ist der Zugang zum Thema nicht leicht und das mag manchen bereits abgeschreckt haben, sich auf das Thema näher einzulassen. Wie aufwendig hat sich denn deshalb dann die Recherche gestaltet? Ich habe die verbliebenen Möglichkeiten intensiv zu nutzen versucht. Das sind dann die Bestände, die das Stadtarchiv Werne dazu bietet, darüber hinaus die Archive Stadtarchiv, Staatsarchiv Münster und Düsseldorf, das Bistumsarchiv in Münster und auch das Archiv des Franziskanerklosters in Werne. Können Sie uns so zwei, drei Besonderheiten nennen, was Werne im Dritten Reich betrifft, was vielleicht besonders hervorsticht? Mir fiel insbesondere auch auf, dass im Unterschied zu den meisten anderen Städten in Deutschland in der Reichskristallnacht hier nicht die SA, die Initiative zur Durchführung der Gewalttätigkeiten gegen die jüdischen Mitbürger unternommen hat, sondern die hiesige SS-Gruppe. Von ihr geht die Initiative zu diesen Gewalttätigkeiten am 9. und 10. November 1938 aus. Gibt es weitere Auffälligkeiten, was Werne betrifft? Werne teilt mit vielen Städten, in denen die katholische Bevölkerung eine deutliche Mehrheit darstellt, dass sich das katholische Milieu als recht widerstandsfähig gegenüber den Verlockungen der NSD-Propaganda immer gezeigt hat, was der NSDAP ständig neue Schwierigkeiten bereitet hat, ihre Propaganda darauf auszurichten und Widerstände zu überwinden.